Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer BVB-Karriere hier in FIFA 23. Ich muss mich immer wieder dabei ertappen, dass ich fast FC Bayern München-Karriere sagen möchte, weil es einfach noch so gewohnt ist, weil es einfach so ein fließender Übergang war von FIFA 22 zu FIFA 23. Wir sind zurück mit dem BVB, zweite Folge steht an und ich muss gleich mal einiges ansprechen. Denn ich weiß nicht, ob man es irgendwie erkennen kann durch irgendetwas, aber ich habe die Konsole gewechselt. Ich bin vom PC wieder rüber zur Xbox Series S gegangen. Warum? Ganz klarer Grund, die Performance auf meinem mittlerweile 6 Jahre alten PC stimmt einfach nicht mehr. Und auch wenn das die allermeisten Zuschauer wahrscheinlich nicht unbedingt stört, mich persönlich stört es einfach extrem, wenn ich nicht die besten Grafikeinstellungen zeigen kann auf YouTube, die man halt zur Verfügung hat. Und das habe ich halt mit der Xbox Series S, aber halt nicht auf dem PC. Der ist dafür einfach mittlerweile zu sehr in die Jahre gekommen. Deshalb habe ich den Spielstand sozusagen übertragen, aber eben auch nur sozusagen. Und das fängt halt an bei der Jugendmannschaft, wo wir jetzt andere Talente haben. Auch zwei ganz gute mit Eric Radu und mit Felix Fernandes, aber eben nicht die, die wir zuvor hatten. Ist halb so wild, weil mit denen ja sowieso noch nichts passiert ist in der ersten Folge, würde ich mal behaupten. Dementsprechend ist das nicht so gravierend. Ansonsten ist das Ergebnis im Supercup anders gewesen, aber das ist ja sowieso völliger Quark am Ende des Tages, weil die Bayern ja in der Realität gegen RB Leipzig im Supercup gespielt haben. Transferperiode ist wie schon auf dem sozusagen ersten Spielstand hier deaktiviert und dementsprechend haben wir gleiche Voraussetzungen, nur mit dem Unterschied, dass das Gameplay dieses Mal stimmen sollte. Erstmal geht aber ein großer Dank an euch raus für den krassen Support schon unter der ersten Folge. Also ich habe die ja mitten am Abend hochgeladen, jetzt ein paar Stunden später haben wir schon die 2000 Aufrufe geknackt. Sehr, sehr nice, richtig viele Kommentare, auch schon die ersten Vorschläge. Darauf werde ich aber erst in der nächsten Folge eingehen, weil ich nehme das hier um 2 Uhr nachts auf und es soll in 12 Stunden online kommen, das Video. Und man muss irgendwann auch nochmal in die Uni. Es ist schwer, FIFA-Release, aber ich habe ja Bock auf das Spiel und dementsprechend starten wir jetzt auch direkt rein in die Folge. Wenn euch das ganze Video gefallen sollte, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Die einzige Sache, die mich jetzt hier auf der Konsole stört, ist, dass ich irgendeinen komischen Bug habe, dass Marco Reus sein Gameface manchmal verliert und dasselbe Problem habe ich bei Marius Wolf. Ich hoffe sehr, dass das nur ein zeitweise ein Problem ist, was bald wieder weg ist. Denn das wäre wirklich extrem bitter. Aber okay, davon wollen wir uns jetzt nicht großartig aufhalten lassen und starten lieber rein in die Folge. Und zwar möchte ich, bevor wir in den Bundesliga-Auftakt gegen Mainz, also die Bundesliga ist hier irgendwie auch nicht so ganz richtig dargestellt, weil wir starten gegen Mainz und dann gegen Leverkusen erst, also das ist auch alles ein bisschen komisch. Auf jeden Fall, bevor wir dort reingehen, möchte ich über die ersten zwei Personalien reden. Eine davon ist Jude Bellingham. Der ist ja das größte Talent aktuell beim BVB. Ich glaube, das darf man ganz klar so sagen und mittlerweile auch einer der besten Spieler. Und die großen Vereine stehen natürlich schon längst Schlange bei ihm und wollen ihn gerne haben. Das Ding ist, der Vertrag läuft noch bis 2025. Einige haben jetzt schon in den Kommentaren gefordert, ich soll ihn zur neuen BVB-Legende machen. Das mache ich aber nicht, weil wir wollen hier eine einigermaßen realistische Karriere führen. Das kriegt man nicht immer ganz hin, aber man kann es zumindest probieren und deshalb wollen wir das probieren. Und deshalb werden wir Jude Bellingham verkaufen. Aber die Frage ist, wann? Viele meinen, 2023 wird er schon wechseln. Ich sage allerdings, er hat Vertrag bis 2025, keine Ausstiegsklausel, also warum nicht ein Jahr später für etwas weniger Geld verkaufen? Und das wäre jetzt auch mein Vorschlag, dass wir Jude Bellingham ganze 2 Jahre hier noch im Trikot des BVB sehen. Gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Spieler Nummer 2, um den sich alles dreht, ist Youssoufa Moukoko, das nächste Riesentalent hier im Verein. Und bei ihm geht es einfach darum, dass der Vertrag am Ende des Jahres ausläuft. Und ich will alles dafür geben, dass wir mit ihm verlängern. Und deshalb gehen wir gleich rein. Ich will mit Muki verlängern. Der Mann ist schließlich im zarten Alter von 17 Jahren mittlerweile einfach ein Derby-Held geworden. Und dementsprechend muss der einfach hier bleiben. 5 Jahresvertrag, will er nicht. 4 Jahre lässt er sich hier von seiner Schwester beraten oder, keine Ahnung, von seiner Freundin, weiß ich nicht, von seiner Beraterin halt.
Ja, und der kriegt auf jeden Fall ein ordentliches Gehalt, damit er sich auch wirklich wohlfühlt bei uns. 12.500, das hört sich doch gut an. 4-Jahres-Vertrag für Mokoku. Ja, über die Rolle kann man streiten, aber das ist eigentlich nur gut fürs dynamische Potenzial. Ja, jetzt haben wir das erste Mal auch ein Problem mit Allaire. Ich sage ihm mal, du bekommst die Chance einfach, um seine Moral zu pushen, aber er wird nicht spielen. Erst ab dem 1.1. werden wir ihn einsetzen. Das kann noch ein echtes Problem werden in Sachen forderten Wechsel. Ich hoffe, dass es nicht so kommt, aber ausschließen können wir das leider nicht. Und damit gehen wir jetzt rein. Junge, sah diese Kamerafahrt schon geil aus. Ja, ich freue mich. Also jetzt gerade würde ich sagen, es ist die richtige Entscheidung, die ich getroffen habe. Gerne eure Meinung dazu rein in die Kommentare. Das mit dem Gameface beim Rollstuhl packt mich extrem ab. Aber ich hoffe wirklich, dass sich das noch lösen lässt und bin da eigentlich auch guter Dinge. Jetzt wollen wir aber erstmal die Atmosphäre hier im Signal Iduna Park genießen. Da ist dieser Rollstuhl mit dem Python Gameface auch noch in der Choreo. Was ist das? Bitte, EA. Ich habe jetzt schon genug mit FIFA 23. Ich habe schon am Release Day genug mit dem Spiel durchgemacht. Bitte fix das. Bitte. Nee, also wirklich. Was ich hier heute schon durchgemacht habe mit diesem Spiel, das ist wirklich der Wahnsinn. Da sind die Einlaufkinder. Die haben wir in der ersten Folge auch noch vermisst. Und jetzt gucken wir mal auf die Startelf. Ja, BVB wird im Hintergrund angestellt. Wir spielen wieder ein 4-2-3-1-System. Und zwar mit Kobel im Tor, Wolf, Niederschreiter, der Guerrero, Arut, Bellingham, Reus, Modest, Klick den Vorzug. Warum nicht? Jetzt gucken wir mal auf den Mainzer. Zentner im Tor, 5-1-System dann. Im Dreier Mittelfeld nie Ex-Kieler. Wunderbar, hat ein Gameface mit dabei. Auch Johnny Walker oder was. Vielleicht ja auch mal irgendwann, der für uns ganz interessant werden könnte. Jetzt starten wir aber erstmal rein. Ich freue mich drauf. Endlich ein Gameplay, was ja wieder vernünftig aussieht. Auch wenn nach wie vor Wolf und Reus mir ein Dorn im Auge sind. Nein, kommt das erste Mal über den Flügel. Hinten wartet Karim Adeyemi. Da hätte die Flügelzange fast direkt zugeschlagen. Das erste Mal durchgesteckt, der Ball Richtung Burkhardt. Schlotterbeck passt auf. Boah, riskanter Pass dann noch von Kobel. Ist aber gut gegangen. Und von Guerrero. Wir versuchen ja immer mal auch wieder Modest per Flanke zu finden. Jetzt steht er da. Oh, und der Abschluss kommt von... von Bonimann. Zu Bellingham. Distanzschuss. Drei gute Chancen schon für uns. Wolf, Hereingabe, Modest. Oh, das war kein Abschluss, den wollte ich nochmal querlegen. Hätte fast auch geklappt. Bellingham wieder Platz für Bellingham und sein Ausfliegen. Jetzt gibt es noch eine Ecke. Machen wir das Ding mal rein mit Guerrero. Also diese neuen Ecken, die haben wir wirklich noch gar nicht drauf. Da brauchen wir noch einige Spielstunden. Lol, man sieht jetzt sogar, wenn die anderen ein Tor schießen. Das war ja ein Feature, das es eigentlich schon ewig gibt, was aber seit Ewigkeiten nicht funktioniert. Modest hier fast mit dem Fallrückzieher. Also das ist heftig. Das ist fast das beste neue Feature in FIFA 23, muss ich sagen. Jetzt kommen die Mainzer mal. In der Mitte steht einer aber ganz schön frei. Und Riesentat von Gregor Kobel. Ball ist noch im Spiel. Ball ist noch im Spiel. Lee nochmal quer. Der ist dann im Aus. Mit 0-0 geht es jetzt erstmal in die Pause. Die Süd, die jubelt trotzdem. Ja, Reus, nicht viel los. Kann man so sehen. Ich würde eher sagen, dass wir drei riesen Chancen haben. Ja. Zum Beginn von Durchgang 2. Weiß ich gar nicht, war das Ingwertsen? Spielt der überhaupt noch bei Mainz? Ja doch, es war Ingwertsen mit der ersten Chance. Reus raus auf Wolf. Ball kommt nochmal zu Marco. Junge, Zentner ist aber auch gut. Bellingham, Karim, Adeyemi. Das ist so eine Chancenbucher hier. Ich reagiere das erste Mal. Beino Gittens kommt rein. Für Donny mal ein gutes Spiel von Donny, aber das Tor halt nicht getroffen. Wolf, Reus, Modesto. Der erste Kontakt, das gibt es doch nicht. Warte, guter Ball raus. Marvin, vielleicht mal eine Flanke für Toni. Der ist ganz frei. Modest, Tor. Da sind wir doch. Und Toni trifft gleich in sein erstes Spiel für den BVB. Schönes Ding. Karim mit der Flanke. Ja? Hätte man auch nicht so gerechnet. Vor dem Spiel. Dass der hier per Flanke ist, die Vorlage. Ja?
Aber er macht viel Blödsinn nicht auf dem starken Linken. Und ja, der nimmt da einfach mal Volley. Der Toni Modest. Kriegt mal Volley. Ja, perfekt reingehauen dann das Ding. Und wir führen mit 1-0. Wechseln im Anschluss auch doppelt die Spukgestalt von Marco Reus geht runter und auch der Vorlagengeber Karim Adeyemi, Thorgan Hazard und Julian Brandt jetzt in der Partie. Bellingham hat jetzt übrigens die Binde übernommen, auch sehr realistisch muss man sagen. Ist ja ein echt mittlerweile dritter Kapitän bei Dortmund und Toto ist auch da. Thorgan Hazard trifft als Joker. Schön. Ja, das ist schön. Freut mich für Toto. Wird nicht leicht für ihn dieses Jahr mit Einsatzzeiten. Ja, wir haben zwar nicht so viele Flügelspieler, aber schon einige, die ich ihm gegenüber bevorzuge. Das muss ich schon ganz klar so sagen. Aber das macht er ja stark. Sieht die Situation, schnappt sich das Spielgerät, lockt das Spiel rein. Gibt uns die Möglichkeit, nochmal ganz entspannt zu wechseln. Modest macht Platz für die Zukunft. Die Zukunft Mokoko gerade erst den Vertrag verlängert. Kommt jetzt rein zum Saisonauftakt und Özcan kommt in die Partie für Modern. Okay, Mokoko! Oh ja, oh ja, der Junge hat sich das vorgenommen. Und da geht er zur Sieg. Wir wissen natürlich, wie wichtig diese Vertragsverlängerung ist. So schön, das zu sehen. Ey, Mucki, verlänger deinen scheiß Vertrag nicht. Das regt mich so auf. Ich will, dass der Junge bei Dortmund bleibt. Und genau deshalb. Einfach mit rechts, einfach aufgehauen. War nicht mal perfekt getroffen. Hat doch was in der Ecke getroffen, muss ich sagen. Den haut er einfach rauf. Und hat das, ja, Glück des Tüchtigen. Oh, jetzt nochmal die Chance. Mann. Also wer mich länger verfolgt, der weiß, ich hasse es, wenn man so kurz davor ist, eine weiße Weste, also die Null, zu halten. Dann noch ein Gegenteil zu kassieren. Jo, Mainz, ey, entspannt euch, es ist ein 3-1. Also ihr habt jetzt gerade nicht das Spiel gedreht. Ja, Burkhardt macht das natürlich gut. Ja, und dann sind die Torhüter in FIFA 23 halt nicht die allerbesten. Wobei der Schuss halt auch wirklich in der Realität reingehen kann, so ist es nicht. Aber, ja, ich sag mal so, in FIFA 22 gibt es eine gute Wahrscheinlichkeit, dass der nicht drin wäre. Aber es fallen halt mehr Tore in FIFA 23. Ich glaube, daran müssen wir uns so ein bisschen gewöhnen und ich auch. Ja, ich habe ja meistens lieber einen 1-0-Sieg als einen 4-3-Sieg, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, wenn du Koko und Doppelpack schießt, dann bin ich schon selber zufrieden. Jule kriegt dazu noch eine Vorlage, also das ist schon echt los. Wittmer, Wittmer, Wittmer! Ja, zwei Gegentore sind 2 zu viel. Zählt er? Ja, der zählt. Also gerade nutzen sie die Ausdauerschwäche von Guerrero extrem aus. Jetzt macht Rafa das hier aber nochmal richtig gut und holt den Ball nochmal zurück. Es laufen die letzten Minuten. Mokoko schickt jetzt nochmal Jude durch. Jude Bellingham. 5-2 BVB. Der Capitano. Der dritte Kapitän macht es. Oh, sieht schon geil aus, der Junge mit der Binde, ne? Das sieht vielleicht nicht verkehrt aus. Ja. Es ist zu leicht jetzt, es ist zu leicht. Muss ich mal gucken, ob man da in der Zukunft irgendwas machen kann. Ist natürlich gut herausgespielt gewesen, aber Mainz hat natürlich jetzt auch aufgemacht. Und somit das 5-2. Das 5-2 ist dann auch der Endstand. Das war mal ein Saisonauftakt, ne? 7 Tore in einer Halbzeit, ne? Stand ja noch 0-0 zur Pause. Da haben wir die Chancen nicht genutzt. Im Durchgang 2 ging dann alles rein. Auf beiden Seiten, muss man ganz ehrlich sagen. Wilder erster Spieltag. Mokoko erzielt Doppelpack beim Dortmund-Sieg gegen Mainz 5-2. Damit sind wir doch auch wohl ein guter Anwärter für die Tabellenführung, oder? Ja, so sieht es aus. Gucken wir mal rauf hier. Nach dem ersten Spieltag haben schon alle gespielt. Ja, und die, naja, nicht alle, aber die Bayern haben auf jeden Fall nur unentschieden gespielt. Gegen RB Leipzig tatsächlich. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, aber das hier wird eine etwas kürzere Folge. Wir werden keine weitere Partie mehr spielen in dieser Folge. Aber wir werden noch ein paar Sachen managen. Zum Beispiel können wir die eine oder andere Position noch verändern. Beispielsweise würde ich ganz gerne Felix Paslak natürlich zum Rechtsverteidiger machen. Ich verstehe nicht, warum der rechtes Mittelfeld FIFA für FIFA für FIFA immer wieder ist. Das ergibt keinen Sinn. Der Typ spielt nicht rechtes Mittelfeld. Also erstmal spielt er nicht und wenn er spielt, Rechtsverteidiger. Also deshalb
Keine Ahnung. Und natürlich unsere beiden Flügelspieler könnten wir ja auch mal zu Flügelspielern machen. Bei Daniel Mahlen dauert das nur 4 Wochen, bei Karim dauert das, glaube ich, etwas länger. Den könnte ich mir ja auch durchaus sehr gut, oh ne, auch nur 4 Wochen, perfekt, sehr gut in der Doppelspitze vorstellen. Gucken wir mal, was die Zukunft bringt. Jetzt mit Modest ist eine Spitze, glaube ich, schon die bessere Wahl. Oh, der beendet auch direkt seine Karriere nach der Saison. Nicht schlimm, denn ich habe sowieso nur dieses eine Jahr mit ihm geplant. Und der BVB plant auch nur dieses eine Jahr mit ihm als Übergang zu Sebastian Haller. Und ja, auch wenn Modest jetzt noch nicht den Superstart beim BVB hatte, ganz ehrlich, ich bin immer noch der Meinung, es war richtig, jemanden zu holen. Ob Modest der Richtige war, kann man jetzt im Nachhinein natürlich sagen, oh ja, war doch klar, dass das nicht klappt, aber es hätte genauso gut auch klappen können. Also ich finde es richtig, dass man ihn geholt hat, weil man kann einem 17-Jährigen nicht sagen, hey, du gehst jetzt vorne rein und du bist jetzt die Nummer 1 im Sturm beim BVB. Das hätte ich einfach für etwas zu viel gefunden und dementsprechend finde ich das soweit in Ordnung. Ein Position Change, den man auf jeden Fall machen kann, ist auch Emre Can auf die 6, weil er ist eher ein 6er. Ich mache es aber nicht. Warum mache ich es nicht? Weil er dann safe im Gesamtrating um 2 hochgeht. So war das die letzten Jahre immer. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass Emre Can irgendwann diesen Verein verlassen wird. Und dann möchte ich ja eine überschaubare Ablösesumme für ihn generieren und nicht an die 50 Millionen Euro. Und da würden wir hinkommen, wenn er dann eine 84 hätte. Julian Brandt würde ich nach wie vor gerne zum 8er eigentlich umwandeln, aber ja, 99 Wochen sind 99 Wochen zu viel, wenn man so will. Dementsprechend lassen wir das mal. Gio Reyna, da weiß ich noch nicht so ganz genau, wo ich mit ihm hin will in der Zukunft. Riesentalent, keine Frage. Unfassbar bitter das letzte Jahr, wie oft er verletzt war. Ja, Gio muss spielen. 10er-Position ist halt durch Reus geblockt, ist das Problem. Und auf dem Flügel ist er halt eigentlich ein bisschen zu langsam. Deshalb werden wir mal gucken. Wir werden Gio langsam wieder ranführen. Und ja, der wird hier sich gut entwickeln. Davon gehe ich ganz fest aus. Bino Gittens, geiles Talent auf den Flügeln. Also auf den freue ich mich auch wirklich sehr. Sully finde ich auch einen echt nice Transfer. Einfach ein guter 6er, den man dann noch im Kader hat. Und ja, die Innenverteidigung, die ist sowieso richtig nice. Auch wenn die Kaderbreite da wahrscheinlich so ein bisschen fehlt. Aber okay, das passt alles erstmal und wir können jetzt erstmal ein paar Tage vorsimulieren. Die nächste Partie wäre dann auch schon gegen Leverkusen. Machen wir dann in der nächsten Folge. Die nächste Folge wird dafür auch etwas länger. Das verspreche ich jetzt einfach mal so. Auch wenn ich nicht weiß, ob ich das einhalten kann, weil ja, es ist schon so viel schief gegangen hier mit FIFA 23. Also das ist wirklich bodenlos. Aber okay, ich wollte jetzt nochmal ein bisschen darüber reden, wie ja, die nächste Transferphase aussehen wird im Sommer. Denn es gibt einige Positionen, die da aufgehen werden. Wir werden die Linksverteidigerposition wahrscheinlich aufmachen müssen, denn der Vertrag von Guerrero läuft aus und aktuell sieht es wohl nicht danach aus, als würde es da noch zu einer Einigung kommen. Der BVB möchte ihm nicht das Gehalt geben, was er aktuell kassiert, weil er ist schon einer der Topverdiener und es fehlt einfach die Defensivarbeit bei Rafa. Rafael Guerrero ist offensiv einer der besten Linksverteidiger der Welt und defensiv einer der schlechtesten. Das kann man so festhalten, das kann man wirklich so sagen, glaube ich. Und dementsprechend könnte es sein, dass wir dort im nächsten Sommer ja auf der Suche sein werden. Dazu dann gerne schon mal Kommentare mit euren Vorschlägen. Innenverteidigerposition könnte eine Baustelle werden. Mats Hummels Vertrag läuft aus in 11 Monaten, der hier einfach rechter Flügel spielen kann. Das ist so lustig. Also wirklich, das ist einfach nur geil. Ja, da müssen wir mal überlegen. Ich würde mit Mats durchaus verlängern, sage ich ganz ehrlich, wenn die Leistungen jetzt stimmen hier auch in der Karriere. Dennoch würden wir dann wahrscheinlich einen 4. Innenverteidiger brauchen, denn Mats Hummels mit 33... ja, kann man nicht mehr erwarten, dass er 30 Spiele pro Saison safe machen kann. Wir könnten überlegen, einen Koulibaly ranzuführen oder einen Nnamdi Collins. Riesentalente, muss man sagen. Aber es wird halt schwer mit dem dynamischen Potenzial. Ja, links wie rechts, die Außenverteidigerposition, das ist einfach eine Baustelle beim BVB. Meunier hat jetzt noch 2 Jahre Vertrag, genau so sieht das aus. Ja, Meunier scheint nicht so richtig zufrieden zu sein, der BVB ist nicht so richtig zufrieden. Ja, nicht unwahrscheinlich, dass auch dort im nächsten Sommer sich die Wege nochmal trennen. Ansonsten haben wir Morey. Ja, ich glaube, die Karriere ist mittlerweile auch durch diese Horrorverletzung, ja,
ganz schön in Stocken geraten. Ich glaube nicht, dass der beim BVB leider, muss man sagen, nochmal so richtig Fuß fassen kann. Semic natürlich ein interessanter Mann aus der eigenen Jugend. Ansonsten haben wir noch Felix Paslak dort als Backup und Marius Wolf. Aber Marius Wolf, also ich bin erstmal ein großer Fan von Marius Wolf, muss ich sagen. Weil der hat in letzter Zeit bewiesen, dass er auch offensiv so einen Impact haben kann. Deshalb glaube ich, dass wir den auch auf dem Flügel langfristig gebrauchen können. Und dann kommt natürlich in den nächsten Jahren Ansgar Knauf zurück. Der kann ja durchaus Rechtsverteidiger spielen, muss das ja auch manchmal bei Frankfurt, aber eher in der Fünferkette. In der Viererkette haben sie es einmal gemacht, das war nicht so geil und ist ja auch ganz klar eigentlich ein Flügelspieler, Ansgar Knauf. Aber auf Ansgar will ich auch setzen, also wir haben so viele Talente. Dann kommt ja noch ein Jaden Braff dazu aus der zweiten Mannschaft. Es ist wirklich wild, aber die Rechtsverteidigerposition, da müssen wir uns auch echt was einfallen lassen. Im Zentrum, Jude Bellingham, haben wir ja schon drüber gesprochen, Sully gerade erst gekommen, Moda Hoot, auch dort läuft der Vertrag aus. Ich bin sowas von pro Moda Hoot, also wenn es nach mir geht, unterschreiben wir sofort einen Vertrag, aber ich warte auch da mal ein bisschen die Entwicklungen in der Realität ab. Ist ja auch gerade leider verletzt, dementsprechend, ja, mal gucken, wie es da für Mo weitergeht. Emre Can, wie gesagt, kann gut sein, dass der uns nochmal verlässt. Bis jetzt ja auch nicht gerade seine Saison. Er hat halt die Vielseitigkeit, die ist ganz klar sein Vorteil, aber ja, die letzten 1,5 Jahre waren jetzt auch nicht gerade so nice, muss man sagen. Julian Brandt, der macht sich ja aktuell wirklich sehr, sehr gut, also die Entwicklung, die ja im letzten Jahr schon unter Rose angefangen hat, die kann sich sehen lassen, muss man ganz ehrlich sagen. Gio haben wir ja auch gerade schon drüber gesprochen und ja, auf den Flügeln, da haben wir halt Luxusprobleme. Wir haben Riesentalente. Ansgar Knauf, Beino Gittens, Daniel Mahlen. Wir haben Adeyemi, ein Brav noch in der Hinterhand. Das ist einfach krass. Der erste Spieler, der hier irgendwann mal potenziell wahrscheinlich gehen wird, ist Daniel Mahlen. Ja, kam jetzt im Sommer 2021. Erste Saison, naja, mal gucken, wie die zweite wird. Jetzt ja auch erstmal Verletzungspech gehabt, aber eigentlich ganz gut reingestartet. Und dann, ja, früher oder später gibt es ja bestimmt mal ein gutes Angebot von irgendeinem Top-Team. Und dann müssen wir halt reagieren. Im Sturm ist die Lage ja eigentlich klar. Modest im ersten Jahr, Allaire wird zur Rückrunde langsam wieder rangeführt. Und Mokoko gehört voll und ganz die Zukunft. Das haben wir ja hier schon bestätigt, indem wir seinen Vertrag verlängert haben. Das soll es dann jetzt aber von dieser etwas kürzeren Folge der BVB-Karriere in FIFA 23 gewesen sein. Schreibt mir unfassbar gerne weiter Kommentare rein mit Vorschlägen, aber auch gerne, was ihr davon haltet, dass ich jetzt die Konsole geswitcht habe. Ich glaube, es ist langfristig wirklich die bessere Entscheidung, aber ihr könnt auch gerne anderer Meinung sein. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, das Ganze hier schön supportet und ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Morgen gibt es dann die nächste Folge und morgen sollte auch die Spielerkarriere starten. Ich sage alles hier nur noch im Konjunktiv in FIFA 23, denn ja, das Spiel hat mich jetzt schon gebrochen. Wir sehen uns vielleicht nachher bei einem zweiten Video noch wieder, sonst morgen. Bis dahin, macht es gut und ciao.